Ich bin Miro, ich mache heute die Coachende Stunde. Der Titel dieser Coachende Stunde ist Tailscale mit eigener Domain. Oder alternativ irgendwie Tailscale mit HTTPS und so und eigener Domain. Und ich habe mich heute vorhin getimt, ich habe 45 Minuten gebraucht und mein Ziel ist, das mindestens, höchstens ein halbes zu brauchen. Deswegen bin ich ein bisschen fix jetzt. So, Tailscale. Tailscale habe ich vor ein paar Monaten erzählt, ist ein VPN. Im Wesentlichen, die erledigen für dich quasi Key Distribution auf all deinen Geräten und NAT Traversal und alles. Im Wesentlichen, du installierst die Software, du loggst dich ein über einen ID-Provider deiner Wahl und dann hast du VPN. So, und all deine Geräte können miteinander reden und das ist so ein bisschen deren Ziel, dass das irgendwie auf allen Systemen läuft und so. Ich werde jetzt nicht furchtbar viel über Tailscale erzählen. Schaut euch meine Coachende Stunde an, sie ist auf den Folien verlinkt. HTTPS, warum will man HTTPS auf VPN? Das ist doch alles eigentlich schon verschlüsselt. Die Antwort ist, ja, das ist alles verschlüsselt, aber das weiß der Browser nicht. Und viele moderne irgendwie Web-APIs sind so, oh, das geht aber nur, wenn du HTTPS hast. So. Oder viele irgendwie Ressourcen, Passwörter speichern und sowas sind alles Sachen so, wo Browser, moderne Browser sagen, ah, wenn du HTTP benutzt, dann übertrage ich das alles gar nicht erst, weil das ist alles viel zu unsicher. Deswegen muss man dem Browser auch beibringen, dass das alles verschlüsselt ist. Deswegen will man schon irgendwie HTTPS auch haben in seinem VPN, weißt du? Okay, deswegen ist die Coachende Stunde, weil man will irgendwie, ich will irgendwie Webservices haben, ne? Und ich will halt diese Web-APIs benutzen. Und mein Browser glaubt mir sonst nicht, dass das verschlüsselt ist. Blöder Browser. So, und wie ihr vielleicht wisst, existiert da so ein Protokoll, das nennt sich ACME, Automatic Certificate Management Environment. Das wurde erfunden vor 5 Jahren oder sowas von Let's Encrypt. Und das Ziel ist so ein bisschen, das nimmt dir quasi die gesamte den gesamten Zertifikats-Lifecycle ab. So, es gibt eine CA, zum Beispiel Let's Encrypt, aber das ist ein freies Protokoll, das kann jeder implementieren. Und du hast ein automatisiertes Protokoll, um quasi zu beweisen, mir gehört folgende Domain. Und dann wird das kryptografisch überprüft, dass du die auch wirklich besitzt. Und dann geben sie dir ein Zertifikat, welches sagt, wir glauben, dass er das besitzt. Und die Let's Encrypt-Zertifikate sind überall vorinstalliert. Und das heißt, wenn du von denen ein Zertifikat bekommst, funktioniert das. So, das heißt, dieses Protokoll existiert und jetzt kann man das benutzen, um HTTPS in seinem Dings zu machen, in seinem VPN zu machen. Und ich werde jetzt ein bisschen versuchen, so ein bisschen zu erklären, wie ACME eigentlich jetzt funktioniert. Aber ich glaube, über die ganzen Details, das ist viel zu viel. Grundsätzlich die einfachste Art und Weise, ACME zu deployen, meiner Meinung nach, ist, euer Webserver weiß einfach, wie ACME geht und der hat also so seinen TLS-Key. Mit dem TLS-Key möchte er TLS sprechen, ne? Und er möchte dafür jetzt gerne ein Zertifikat, welches sagt, das gehört zu dieser Domain. Und der weiß jetzt, wie er ACME spricht, das heißt, der generiert so einen Account-Key, so einen ACME-Account-Key, registriert sich bei dieser CA und wie genau das funktioniert, again, whatever, schaut euch nachher die Folien an. Die CA, dann sagte der CA, ich möchte ein Zertifikat für example.com und die CA sagt dann, ja, das kann ich dir schon geben, aber dann beweis mir erstmal, dass sie dir gehört und da gibt es halt mehrere Challenges, nennt sich das, und mit jeder Challenge kommt dann halt so ein Token mit und dann sagt er quasi, ja, das kann ich dir machen, aber dann erfüll mal bitte die ALPN01 Challenge mit folgendem Token. So, und jede Challenge funktioniert so ein bisschen anders, die ALPN1 Challenge funktioniert so, dass die Certificate Authority sagt dann, schaut quasi auf dem DNS-Server einfach nach example.com, wohin löst es denn auf, holt sich von denen die IP-Adresse und verbindet sich dann zu dieser IP-Adresse und macht so einen TLS-Handshake und erwartet dann, dass, wenn sie diesen TLS-Handshake macht, der beantwortet wird von dem Webserver mit so einem selbstsignierten Zertifikat und in diesem Zertifikat steht eben dieses Token drin. Und also so ein Hash über das Token, was sie dir geschickt haben und dein Account-Key. Kriegen sie halt bewiesen, naja, der DNS-Server sagt, das ist folgende IP, diese IP beantwortet mir meine Challenge mit dem richtigen Token und dem richtigen Account-Key. Das heißt, offensichtlich gehört diese Domain und dieser Account zusammen und dann geben sie dir also so ein Zertifikat dafür, right? Und das ist so ein bisschen so die einfachste Art und Weise, das zu deployen, weil ihr braucht halt, der Webserver, wie ihr seht, der redet nur mit der CA, der redet nur mit Let's Encrypt, der redet mit nichts sonst. Ja, ihr müsst irgendwie so einen DNS-Record für den anlegen, aber sobald, ne, das müsst ihr ja sowieso, damit er erreichbar ist und ab dem Augenblick funktioniert einfach alles. Und der Webserver muss nicht irgendwie wissen, wie DNS funktioniert oder sowas so. Grundsätzlich ist das aber problematisch, weil nicht jeder Webserver kann diese Challenge benutzen.
Und deswegen schickt die CA immer mehrere mögliche Challenges und der Client darf sich dann aussuchen, was davon er kann. Und eine andere Art und Weise ist zum Beispiel, die viel wichtiger ist heute, ist die DNS-Challenge. Und bei der DNS-Challenge, da sagt er, seht ihr hier, das Erste, was sich ändert, ist, er schickt halt, mach mal so eine DNS-01-Challenge mit diesem Token. Und bei der DNS-Challenge sagt dann der Client, wenn er diese Challenge bekommt, schickt er so an den DNS-Server direkt so einen Request, der sagt, hey, erzeug mal so einen TXT-Record für acmechallenge.example.com mit folgendem Eintrag. TXT-Records ist so, also ihr wisst hoffentlich, DNS erzeugt so, ihr könnt Domain nachschlagen und ihr kriegt die IP-Adressen dafür, aber es können auch beliebige andere Sachen gespeichert werden im DNS. Und TXT ist halt so ein generisches, wir können da so ein bisschen so Text speichern, der mit dieser Domain assoziiert ist. Und in diesem Fall speichern wir halt den Text, der quasi sagt, das ist der SHA-Key über dieses Token und dieser Account. Das, was vorher in diesem Zertifikat steht, steht jetzt in diesem DNS-Record. Und die CA, wenn wir der sagen, hey, ja, ich finde diese DNS-Challenge voll dope, mach mal DNS-Challenge, dann schaut sie eben auf dem DNS-Server diesen TXT-Record acmechallenge.example.com, sucht den da, kriegt von dem zurück, oh ja, existiert das richtige Token, der weiß das. Und hat damit also jetzt quasi etabliert, ah, der DNS-Server weiß das, der DNS-Server sagt, ja, das ist folgender Acme-Key. Dann gebe ich dir jetzt dein Zertifikat. Hier hast du dein Zertifikat. Cool, Zertifikat installiert, alles funktioniert. Die andere Sache, die in diesem Diagramm, anders ist als in dem Diagramm davor, die sehr auffällig ist, was sehr relevant ist für nachher, ist, der Acme-Client und der Webserver sind in diesem Diagramm getrennt. Das ist, weil ich vorhin einfach, als ich diese Folien gemacht habe, ein bisschen brainfartet habe. Das geht natürlich auch mit den anderen Challenges. Der Grund ist nämlich, dass ich erwähne, ist, dass es für unser Deployment gleich relevant wird. Das heißt, der Webserver und der Acme-Client müssen nicht in einem Binary stecken, die müssen nicht die gleiche Software sein, die können auch einfach über irgendein Protokoll miteinander reden, um diesen Zertifikataustausch zu machen. Aber das ist hier relativ relevant, weil es jetzt natürlich sehr praktisch ist, dass der Acme-Client, der weiß, wie er mit Acme spricht und das Acme-Credential hat, kann halt getrennt werden vom Webserver und der braucht natürlich auch Credentials, um mit dem DNS-Server zu reden. Und das zu trennen bedeutet jetzt, dass der Webserver, der kann irgendwo in der Cloud laufen und das ist mir egal, wenn der irgendwie exploited wird und compromised wird, weil der kann dann ja nur seinen eigenen Key compromisen. Der eigene Client darf halt bei mir zu Hause laufen und der hat halt die ganzen Credentials und der ist halt safe, da weiß ich, dass da niemand rankommt und alles ist gut. Das ist also für diese Challenge schon mal extra relevant, das so zu trennen, weil der Client jetzt mehr können muss. Aber der Vorteil ist eben auch, der Webserver muss halt einfach nicht mehr so viel können. Der muss jetzt nur noch irgendwie sich das Zertifikat von diesem Acme-Server irgendwie holen müssen können. So, Tailscale benutzt das jetzt so. Tailscale generiert ja einfach für jedes Netzwerk, was die Tailnet nennen, generieren die einfach eine random Domain, die unter deren .ts.net liegt. Also zum Beispiel so tailhex.ts.net oder ocelotchicken.ts.net. Die ist halt randomly generated. Die wird öffentlich auch resolved. Und resolved halt öffentlich auf deine VPN-IPs. Und dann machen die im Wesentlichen genau das gleiche, was ich auf der letzten Folie gezeigt habe. Auf deinem Laptop läuft halt so ein Tailscale-Daemon, der macht halt das Tailscale-VPN und die Config und so. Dein Webserver redet über die Tailscale-Local-API mit diesem Tailscale-Daemon, um sich ein Zertifikat zu holen. Und der Tailscale-D macht Acme-Client mit der letzten Crypt-CA. Und benutzt halt den DNS-Server von Tailscale über die Tailscale-HTTP-API, um diese Records anzulegen für diese Challenge. Aber das ist, also ihr seht das, das ist genau das gleiche Diagramm, nur jetzt halt mit konkreten Services eingetragen. Ne? So macht Tailscale HTTPS. So. Und das funktioniert alles out of the box und das ist auch total cool, dass das alles geht und finde ich eigentlich ziemlich dope, dass sie das einfach machen. Nur ich habe eigentlich keinen Bock mehr jedes Mal, wenn ich irgendwie meine To-Do-List anschauen würde oder sowas irgendwie eingeben zu müssen, todo.tail3e2ba3 und so weiter. Ich will halt eigentlich, ich habe eine Domain dafür zurechtgelegt, mirovi.us, und eigentlich möchte ich einfach todo.mirovi.us eingeben in meinem Browser und dann möchte ich das haben, dass das geht. Und das ist eigentlich, worum es heute geht, ist, wie sorge ich dafür, dass das geht mit meiner eigenen Domain. Der erste Schritt ist DNS. Der erste Schritt ist, wir wollen überhaupt erstmal, dass wenn ich mirovi.us irgendwie todo oder Higgs, mein Laptop ist Higgs, by the way, hallo Higgs, wenn ich higgs.mirovi.us eingebe, soll meine Higgs, meine VPN-Adresse von meinem Laptop rauskommen. So, wie machen wir das? Naja, erstmal müssen wir in der Lage sein, quasi zu listen, was sind eigentlich die Hosts, die in unserem Tailscale-Netz sind und was sind die dazugehörigen IPs. Und es stellt sich raus, das ist super, super einfach, wenn man Go benutzt und ich bin ein Go-Mensch und deswegen ist es ganz cool. Das sind nämlich diese 10 Zeilen Code.
Man sagt einfach der Tailscale Local API, gib mir mal bitte so den Netzwerkstatus und dann gibt die einem so einen Status Value zurück und dann kann man so eine Map anlegen, so eine Hashmap, die von Hostnamen auf IP-Adressen mappt und dann fügt man quasi für jeden Host fügt man halt dieser Liste alle Adressen zu, die in diesem Status stehen und dann macht man das einmal für sich selbst und dann macht man das einmal für alle Peers, die man so kennt. Und dann hat man so eine Hash-Table. Und diese 10 Zeilen Code sind literally alles, was man braucht, um aus Tailscale rauszuholen, was sind eigentlich alle Hosts, die da existieren und was sind eigentlich dessen IP-Adressen. Und damit haben wir quasi den gesamten State, den unser DNS-Server eigentlich kennen muss, nämlich das Mapping von Host auf Liste von IP-Adressen, kriegen wir einfach so komplett konfigurationsfrei mit 10 Zeilen Code aus Tailscale raus. Und das ist eigentlich voll dope. Der nächste Schritt ist dann, wir brauchen einen DNS-Server. Und dann stellt sich raus, wenn man Go benutzt, ist es auch ganz einfach. Und ich bin so ein Go-Mensch, da existiert so ein Paket, github.com/meetd/dns und da hat so ein Mensch sich mal hingesetzt und hat da so ein DNS-Paket geschrieben, das kann halt alles. Das hat also eine Liste von irgendwie allen DNS-RFCs und sagt, die habe ich jetzt mal implementiert und jetzt kannst du die benutzen, um einen DNS-Server zu bauen. Und wenn man irgendwie mal HTTP in Go gemacht hat, dann kennt man das auch. Das sieht nämlich ganz ähnlich aus, also wir sagen quasi diesem Paket dns.handlefunk, das heißt, ich möchte gerne die Zone Meruvius mit Handler handeln und dann lausche mal auf meine Tailscale-IP auf Port 35 und dann mach mal so DNS. Und dieser Handler, der nimmt halt so einen DNS-Response-Writer und so eine DNS-Message und dann macht und wenn, wie gesagt, wenn ihr mal Go-HTTP gemacht habt, dann sieht das sehr ähnlich aus, nur dass hier DNS statt HTTP steht. So, und was macht dieser Handler? Naja, dieser Handler, der schaut sich einfach an, dieses Paket, was will der wissen? Erstellt halt eine Reply-Nachricht, löst halt kanonisch auf, naja, wenn ich irgendwie Higgs.meruvius frage, dann will ich nur noch das Higgs raus extrahieren, weil das ist, was in meinem Tailnet der Hostname ist. Schaut das dann in unserer Peers-Hash-Table nach, schaut nach, will der Mensch ein A-Record, also ein IPv4-Record und ist das eine V4-Adresse? Wenn ja, dann gehört die in die Antwort rein. Schaut nach, oder ist das eine V6-Anfrage? Wenn ja, schreibt er die V6-Antwort da rein, sagt, naja, wenn ich keine Antworten gefunden habe, dann existiert dieser Host offensichtlich nicht und sonst ist alles dope und dann schreiben wir die Antwort raus. Und again, irgendwie so 20 Zeilen Code und das ist halt der gesamte Händler, so mehr oder weniger, um halt so einen DNS-Server zu schreiben. Und jetzt haben wir irgendwie auf diesen drei Folien so einen DNS-Server implementiert, der quasi unser Tailscale-DNS für uns managt. Und wie gesagt, das ist ganz cool, weil der auch völlig stateless ist, also der muss halt in unserem VPN laufen, aber abgesehen davon braucht er halt keine Config, das heißt, ich habe irgendwie einen davon zu Hause laufen und einen in der Cloud laufen und dann ist halt egal, ob ich zu Hause bin oder hier bin, es ist egal, ob irgendwie das Netzwerk funktioniert, dass unser Internet zu Hause funktioniert, das tut es nicht immer. Ich weiß halt, ich kann im Server so einen DNS-Server auf dem Laptop laufen lassen und es wird immer alles funktionieren und ich brauche keine Config und die sind immer im korrekten Status und alles ist voll cool. So, jetzt haben wir einen DNS-Server. Jetzt wollen wir irgendwie TLS machen. Jetzt wollen wir HTTP-Service-Zertifikate haben. Holy shit, ich bin fix. Die eine Art und Weise ist, dass jetzt sind wir wieder so, die einfache Art und Weise, das zu machen, ist das, wo wir vorhin waren. Ne? So, meine Meruvius. Naja, mein DNS-Server, der läuft halt nur in meinem VPN, weil eigentlich, ich kann jetzt auch so Bildschirmseiten so einen DNS-Server hinkacken, aber den will ich nicht ins Internet stellen, ne? Weil wer weiß, was da irgendwie an Fragen kommen. Deswegen will ich gerade eigentlich schon, dass irgendwie mein Public-DNS, und ich brauche ja Public-DNS für Acme, dass das irgendwie von einem vernünftigen DNS-Server gehandelt wird, deswegen macht das Cloudflare. Und ja, jetzt könnte ich meinem Webserver einfach sagen, hier hast du so einen Acme-Account-Key, hier hast du so einen Cloudflare-Key, mach mal irgendwie Acme mit Let's Encrypt und dann mach mal DNS über Cloudflare und dann funktioniert das auch alles. Jetzt ist aber das Problem, mein Webserver muss dann auch Acme und DNS, die DNS-01-Challenge sprechen, mein Webserver muss Cloudflare sprechen und der braucht natürlich auch dieses Key-Material und dann sind wir quasi wieder so auf Square One. Ne? Wenn der halt irgendwie in der Cloud läuft, will ich eigentlich nicht, dass der in der Lage ist, in meiner Domäne rumzuschreiben und so, wenn der irgendwie kompromittiert wird. Und wenn ich halt irgendwelche Third-Party-Software benutzen will, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die irgendwie alles kann, was der halt braucht und dass irgendwie alles richtig funktioniert, auch geringer. Ne? Aber stellt sich raus, naja, wenn wir eh in unserem VPN laufen, dann wissen wir ja eigentlich so, und wenn wir also in unserem VPN, wenn wir in unserem VPN sind, dann wissen wir, dass wir den Host vertrauen und wir haben bereits so ein Protokoll, mit dem wir TLS-Zertifikate verteilen können, so automatisiert. Und dieses Protokoll wird von der allermeisten Software auch schon gesprochen und es ist Acme.
Das heißt, eigentlich ist das eine viel coolere Architektur. Wir sagen, wir haben einfach so einen Proxy, der läuft bei mir zu Hause, der hat halt Zugriff auf Cloudflare und der hat halt Zugriff auf Acme. Und der bietet halt in meinem VPN einen Acme-Server an und der sagt einfach, oh, wenn irgendwer aus meinem VPN kommt und der möchte ein Zertifikat, dann checke ich halt, dass der Hostname stimmt, weil ich weiß ja, von wem das kommt, weil das ist ja alles authentifiziert in diesem VPN. Und wenn das alles stimmt, dann kriegt er einfach sein Zertifikat, dann brauchen wir diesen ganzen Challenge-Kram, brauchen wir auch gar nicht. Und dann muss der Webserver auch gar keine Challenges unterstützen, das ist auch okay. Der muss nur irgendwie grundsätzlich Acme sprechen. Und das kann eigentlich alles Software. Und again, unser Webserver ist im Wesentlichen stateless, ne? Der muss halt nur in den VPN hängen und halt wissen, an welche CA der sich wenden muss. Aber abgesehen davon ist das alles einfach ohne Konfiguration und es läuft einfach und es ist alles cool. Und ich kann mich sicher ich kann mich wohlfühlen, weil halt irgendwie mein ganzes relevantes Key-Material liegt halt zentralisiert bei mir zu Hause. Ich kann zentralisiert auf Zertifikat revoken klicken, wenn mein Webserver kompromittiert wird und sowas. Und ich fühle mich wohl. Aber jetzt brauche ich halt so einen Acme-Server, ne? Stellt sich raus, jetzt ist das auch ganz einfach, wenn man Go benutzt, weil ich habe mich hingesetzt und weil ich habe halt so einen Acme-Server implementiert. und deswegen hat diese Code schon ein bisschen länger gedauert vorzubereiten. Das heißt, es existiert jetzt dieses Paket, goni.org Acme-Server, also das existiert noch nicht, aber das wird hoffentlich bald existieren, sobald ich den Code aufgeräumt habe. Goni.org, das ist meine Domäne, die ich benutze, um Go-Projekte zu veröffentlichen, mit der expliziten Anerkennung, ich leide unter Not Invented Here Syndrome, und das ist eigentlich nicht furchtbar sinnvoll, aber hier, benutzt, wenn du willst. Und im Wesentlichen ist die API dieses Pakets, halt, du implementierst halt dieses Handler-Interface, und dieses Handler-Interface, das macht halt die ganze Business-Logic, das entscheidet so, finde ich folgende Public Keys vertrauenswürdig, finde ich folgende Domäne, also will ich Zertifikate für folgende Domain ausstellen und sowas. Das macht alles dieses Handler-Interface und das Acme-Server-Paket selbst, das kümmert sich halt um den Rest. Das macht halt diesen HTTP-Server auf, das JSON-Parsing, das Authentifizieren, das Norms, das Signieren, das State-Handling von Accounts, das State-Handling von Zertifikaten, die Verifikation, dass alle Requests valid forms, den ganzen Scheiß, der macht halt dieses Paket für dich. Das heißt, angenommen, jemand anders hätte das für uns geschrieben, wie würden wir denn so einen DNS-Server, Acme-Server implementieren, so wie wir das wollen? Der erste Schritt, den wir wollen, ist, wir wollen sicherstellen, dass wir wissen, von wem Verbindungen kommen. Das heißt, das allererste, was wir tun müssen, ist, wir müssen sagen, wenn eine Verbindung reinkommt, was ist eigentlich der Tailscale, dessen Tailscale-Identität? Und das Go-HTTP-Paket hat so ein Feld in dem Server con-context und das ist genau für diesen Zweck da, das wird einmal aufgerufen für jede neue Verbindung und das nimmt so einen Kontext, Again, wenn man Go spricht, kennt man das. Das ist so ein Standardmechanismus, um beliebige Daten den Stack runter zu propagieren, ohne dass die Layers dazwischen etwas davon wissen müssen. Also der Go-HTTP-Server zum Beispiel weiß halt nichts von Tailscale und das Acme-Server-Paket weiß auch nichts von Tailscale, aber der ruft dann irgendwann unseren Händler auf und wir wollen irgendwann von unserem Main, von unserer Main-Funktion in diesen Händler übergeben können, wer eigentlich dieser Tailscale-Knoten ist. Und das machen wir eben über diesen Kontext. Das heißt, wenn eine neue Verbindung kommt, schauen wir uns an, was ist die Adresse von unserem Peer. Dann fragen wir wieder die lokale Tailscale-API, wer ist diese Adresse eigentlich? Dann gibt er uns so einen Peer zurück. Ach so, by the way, Error-Handling lasse ich aus, damit das auf die Folie passt, aber hier passiert eigentlich immer so Error-Handling noch. Und hier habe ich dieses U vergessen. Und dann stopfen wir einfach so einen TS-Creds-Value rein. Der hat halt den Hostnamen und irgendwie so Tags und so extra Capabilities, die wir für ACLs benutzen müssen, die uns jetzt gerade nicht furchtbar interessieren. Aber wir stopfen da halt alles, was uns so an Identität von dieser Connection interessiert, stopfen wir halt in diesen Kontext rein und können das dann später, wie wir gleich sehen, abfragen. Der nächste Schritt ist jetzt einfach damit, eigentlich lauschen wir ja nur auf unserem VPN-Interface, aber nur damit, falls wir was verkonfigurieren, dass wir uns trotzdem sicher gehen können, bauen wir so eine Middleware. Diese Middleware schaut einfach, wann immer ein neuer HTTP-Request reinkommt, hängen da unsere TS-Creds an diesem Request bereits dran. Wenn nicht, dann ist der offensichtlich nicht aus unserem VPN und wir geben einfach so einen HTTP-Forbidden raus und rejecten den direkt. Und wenn doch, dann ist das okay und dann delegieren wir an Next und Next ist dann halt unser Acme-Server, der halt das ganze Acme-Protokoll spricht. Und das ist eigentlich nicht notwendig, diese Folie, das ist nur so ein, falls wir uns verkonfigurieren, als extra Line of Defense,
damit der ECMI-Server gar nicht erst irgendwelche Requests sieht, die nicht aus unserem VPN kommen. Dann müssen wir irgendwie implementieren, was passiert, wenn jemand ein neues Zertifikat will. Und was wir dafür tun ist, wir checken A, also eine Order ist ECMI-Sprech für, da will jemand ein Zertifikat von uns. Und der sagt uns dann, für welche Identifier, also für welche Domains denn ein Zertifikat wollen. Und wir lassen nur genau eine Domäne zu. Wir checken, dass der die Type von Identifier, die er will, soll DNS sein. ECMI kann auch IP-Adressen in der Theorie signieren, aber das interessiert uns nicht, uns interessieren DNS-Namens. Und wir checken, dass der Value, die Domäne, die er in seinem Zertifikat stehen haben will, identisch ist zu dem Hostnamen in seinem im Tailscale-Netzwerk, weil wir wollen nicht, nur weil das, auch wenn wir grundsätzlich unserem VPN vertrauen, again, Defense in Depth, ne? Wir stellen sicher, du darfst aber trotzdem nur Zertifikate bestellen für die Domain, die auch wirklich du bist. Und wenn das alles stimmt, dann returnen wir so eine Authorization mit dem Identifier, den du willst, und Challenges nichts. Ja, du brauchst keine Challenges, wir vertrauen dir, wir wissen, dass das alles identifiziert ist, muss dich nicht weiter kümmern. Right? Das ist also die Implementierung dieses New Order Händlers. Und dann der Finalize Händler, das ist das tatsächliche so, sobald der Client glaubt, er hat alles erfüllt, was er sofort glauben sollte, weil wir ihm ja sagen, du musst keine Challenges machen, dann schickt er uns so einen Certificate Signing Request und den schicken wir einfach per ECMI weiter an Let's Encrypt. Dieser ECMI-Client hier, der im Wesentlichen, der abstrahiert halt einfach die ganze DNS-Challenge-ECMI-Sache weg für uns. Das müssen wir natürlich schreiben, dass das passiert, aber ich sag nur, damit ist der quasi ECMI-Server-Part erledigt. Das ist quasi, das ist die ECMI-Client-Logik. Besorgen wir mal für Host so ein Zertifikat und dann return das hier an den Client. Das heißt, wir delegieren einfach das tatsächliche Signieren an Let's Encrypt weiter und kriegen darüber unsere Zertifikate. Cool. Alles dope. Jetzt haben wir eine Demo. Das ist, wie gesagt, mein Laptop ist Higgs. Wir können uns hier zum Beispiel mal den Status unseres Netzwerks angucken und sehen, das sind so die Knoten in meinem Netzwerk. Vetinari ist meine Workstation, ECMI ist unsere ECMI-Dings. Wir können hier zum Beispiel mal sagen, so einen curl https://ecmi.merovi.us und dann kriegen wir so ECMI zurück. Wir können uns irgendwie mal angucken, resolve.ctl und resolve.ctl sagt hier unten für dieses Tailscale-Device, sagt es, für die DNS-Domain Merovius, benutzt mal bitte folgenden DNS-Server. Der läuft jetzt halt bei mir zu Hause. Und das heißt, das haben wir ja gerade schon gesehen. Wenn ich hier jetzt irgendwie sage, host higgs.merovi.us, sagt er, das ist folgende IP. Und wenn ich irgendwie sage, irgendwie vetinari, dann ist das meine Workstation und so. Das heißt, DNS funktioniert. Yay, unser DNS-Server funktioniert. Cool. Das muss man natürlich in Tailscale einstellen, dass der halt auch sagt, hey, by the way, benutzt mal folgenden DNS-Server, aber das kann man in dem Tailscale-Admin-Interface sagen, benutzt mal bitte folgenden DNS-Server. ECMI, für ECMI, dachte ich mir, benutzen wir mal, es existiert so eine Server-Software, die heißt Caddy, die ist in Go geschrieben, das ist so ein Standard-Caddy-DNS-Server, der kann halt ECMI. Und das ist so eine Caddy-Config, die sagt einfach, stell mal den Hostnamen higgs.merovius, aber for the record, ich habe irgendwie vier verschiedene Merovius-Domains, deswegen vertue ich mich da dauernd. Stell mal higgs.merovius bereit, mach mal TLS, indem du bei ecmi.merovi.us nach einem Zertifikat fragst und responde auf alle Requests mit Hello World. So, und jetzt können wir den hier laufen lassen, caddy run. Und dann können wir hier sagen, curl https://higgs.merovi.us und dann sagt er Hello World, weil der Caddy sich jetzt einfach direkt im Hintergrund ein Zertifikat geholt hat und sowas und wir haben TLS und curl sagt nicht, dass das falsch ist und alles ist cool. Ich kann hier auch hier gucken, falsche Taste gedrückt. Na? Ich kann hier. Mach mal so. Higgs.merovi.us. Und dann sagt er hier: Oh, guck mal, voll sicher. Connection is secure und so. Und alles funktioniert. Hervorragend. Schon wieder den falschen Knopf gedrückt.
ist die falsche Handhaltung über der Tastatur. So, genau, das heißt, es funktioniert alles, voll cool, Demo erfolgreich, yay. So, ich habe irgendwie noch Dinge zu tun, zum Beispiel ich will den Code aufräumen und irgendwie veröffentlichen, weil derzeit kann man den leider nicht. Android hat so ein Problem, dass dieses Setup, das halt irgendwie intern Domains anders aufgelöst werden als extern, nennt sich Split DNS. Und Android mag das irgendwie gerade noch nicht. Ich habe irgendwie manchmal, wenn ich das mit meinem Android-Telefon anhabe, habe ich manchmal kein Internet, weil er halt irgendwie, ich glaube, weil er versucht, den internen DNS-Server zu benutzen für externe Requests, was er eigentlich nicht sollte. Und dann funktioniert das nicht, weil der nur, anyway. Ich will irgendwie so eine Web-UI haben für den Proxy, damit man einfach auf Zertifikat revoken klicken kann. Ich will mehr verschiedene Client-Implementationen testen, weil sich irgendwie heute Morgen zum Beispiel herausgestellt hat, ich habe vorher so einen selbstgeschriebenen Client benutzt und der stellt sich raus, also ich habe vorher das Go-Acme-Default-Paket benutzt und stellt sich raus, Kali ist subtil anders und dann hat Kali nicht funktioniert, also offensichtlich will man diesen Server mit verschiedenen Implementationen mal testen. Vielleicht will ich Challenges implementieren, vielleicht hat das einen Security-Gewinn, ich bin mir nicht ganz sicher, don't know. Will vielleicht so Virtual Hosting machen, weil irgendwie man darf bei Tailscape für auf dem freien Tier nur endlich viele Services haben. Das heißt, potenziell wäre das praktisch, wenn ich irgendwie auf meiner Workstation viele verschiedene Hosts haben könnte, statt nur ein. Vielleicht will ich ein öffentliches Gateway haben, sodass ich bestimmte Services auch einfach extern anbieten kann, dass die dann auch extern aufgelöst werden und dann halt mit einer externen Gateway. Aber die letzten beiden Sachen, da hapert es gerade noch so ein bisschen an so Überlegungen, wie man dann dafür sorgt, dass das trotzdem alles stateless ist, weil wie ihr gemerkt habt, ich bin ein großer Freund davon, Dinge nicht konfigurieren zu müssen. Meiner Meinung nach sollen Dinge einfach automatisch funktionieren. Und deswegen ist mir das sehr wichtig, dass wenn ich diese Dinge tue, dass ich dann trotzdem immer noch das ganze Config-Management zentral mache und dass der tatsächliche Prozess, der das tut, dass der halt stateless ist. Und ich habe da Ideen, aber da muss man mal so ein bisschen frickeln. Anyway, das war mein Vortrag und ich habe eine halbe Stunde gebraucht. Hervorragend. Fragen? Robert? Du hast jetzt ein Split-DNS eingerichtet. Hast du das manuell eingerichtet oder funktioniert es über Tailscale, dass du sagst, ich habe zwei verschiedene DNS? Du kannst bei Tailscale. Also letztlich hast du ja Resolve Control benutzt, das heißt, du hast Resolve, die laufen, wird der von Tailscale dann konfiguriert? Oder? Ich habe jetzt ein leeres Chrome-Profil, deswegen kann ich das nicht zeigen. Du kannst bei Tailscale konfigurieren, wie DNS funktionieren soll. Und du kannst ihm sagen, mach mal Magic DNS, das ist deren DNS-Zeug. Das habe ich ausgemacht. Du kannst ihm auch sagen, advertise mal auf dem Tailscale-Device folgende DNS-Server immer. Du kannst den auch sagen, mach mal Split DNS, benutze mal für folgende Domain, folgende Server und advertise die. Und derzeit habe ich das halt so eingerichtet, ich habe Split DNS angemacht, ich habe gesagt, für mir Rubios benutzt bitte folgende Tailscale IP und benutzt keine globalen Server und so, kein Fallback. Benutzt einfach das, was lokal gedingst ist, eingestellt ist. Und eigentlich sollte das jetzt also, und auf meinem Linux tut es das auch, das führt dazu, wenn mein Tailscale verbindet, fasst er die DNS-Config an sich nicht an, außer dass nur für Merovi.us der lokale System.dresolve.d halt auf mein Tailscale-DNS-Server geht. Also das heißt, ja, ich habe das bei Tailscale in dem Admin-Interface so konfiguriert und ab dann funktioniert es automatisch. Ich habe nur Resolve.cdl benutzt, um zu zeigen, ja, er hat das tatsächlich in seiner DNS-Config jetzt drinstehen. Okay, aber das heißt, dass Tailscale da drin geht und dein System die Resolve die konfiguriert und dort korrekt. Hat mit DNS genau, der lokale Tailscale-Demo macht das für dich, ja. Und auf Android könntest du im Prinzip hingehen und könntest deinen DNS-Server erweitern zu einem DNS-Proxy. Korrekt. Sodass er dann halt sowohl die Tailscale als auch die öffentlichen Sachen auflöst. Genau, also er nennt das, das nennt sich in DNS natürlich, ich wiederhole die Frage jetzt nicht, DNS nennt sich das Recursive Resolving, aber ja, das könnte ich tun, will ich eigentlich nicht. Weil eigentlich will ich, dass wenn ich in einem LAN bin, ich den lokalen LAN-DNS-Server benutzen kann, damit wenn ich zum Beispiel auf der Arbeit bin, ich die unsere firmeninternen Services und sowas ansprechen kann und so. Eigentlich will ich, dass der wirklich nur für diese Domain meinen DNS-Server benutzt und für alles andere einfach benutzt, was auch immer das Default-Interface macht. Ist entweder Tailscale oder Android, da ist irgendwas noch kaputt und ich muss das nochmal debuggen und mit den Tailscale-Leuten reden. Es kann sein, dass Android da einfach nicht die richtigen APIs bereitstellt oder dass Android auf meiner Version dieser APIs nicht bereitstellt oder sowas. Und im Zweifelsfall werde ich dann Recursive Resolving implementieren in meinen
eigenen DNS-Server. Das sollte nicht so furchtbar anstrengend sein. Aber eigentlich würde ich es gerne vermeiden. Aber ja, das wäre die Hammerlösung, wäre das zu tun. Und dann benutze ich immer, dann funktioniert das im Zweifelsfall auch dann. Aber ja. Aber das ist doch das, was System Resolve die aktuell sowieso schon tut. Ja, aber ja, genau, und das funktioniert ja auch. Nur Android funktioniert ja nicht. Also auf meinem Linux funktioniert das ja auch alles ganz genauso, wie es soll. Weil du meintest, es gäbe Probleme mit dem Resolve für ein lokales Netzwerk in der Firma. Ach so, ja, nee, aber nicht, wenn ich. Aber nicht, wenn, es gibt Probleme, wenn ich das als Default benutze. Ich will das gleiche auch auf meinem Android-Telefon. Ich will auch, dass mein Android-Telefon einfach benutzt, was auch immer ihm lokal gesagt wird als DNS-Support. Das scheint es derzeit einfach nicht zu tun. Derzeit scheint mein Android-Telefon zu versuchen, den VPN-DNS-Server zu erreichen, auch um google.com aufzulösen. Ich weiß nicht warum, aber das ist das Symptom, was ich beobachte, ist, dass wenn ich in den VPN bin, nach einer Weile, wenn ich google.com eingebe, sage, ich finde google.com nicht. Und meine Hypothese ist, dass es daran liegt, ich hatte bisher noch keine Zeit, debuggen, deswegen weiß ich noch nicht. So, again, ich muss mich da mal mit den Testgeleuten unterhalten, was da genau das Problem ist und sowas, und die können das auch debuggen, weil die haben auch Logs und so, aber gerade noch nicht so weit gekommen. Aber ja, irgendwie muss ich das auf jeden Fall noch fixen, weil ich will mit meinem Android-Telefon da auch rein und so. Weitere Fragen? Robert! Bei dir noch was machen? Nee. Du hattest letztes Mal das Problem von IP-Adressen angesprochen. Das heißt, wie funktioniert das denn jetzt aktuell? Wir haben diese ACME-Challenge, ja, die ausgeführt wird zwischen deinem ACME-Proxy-Server. Genau. Und dem Cloudflare-DNS und der letzten BIP-CA. Ja. Und das benutzt aber jetzt halt irgendwelche sozusagen Fake-IPs von, was ich glaube, Cloudflare wahrscheinlich. Nein, also nach draußen, also mein Merovi.us sagt, mein Nameserver ist Cloudflare, ns.cloudflare, whatever. Cloudflare hat keine IP-Adressen konfiguriert für nichts. Merovi.us löst keine A- und Quad-A-Records auf für dich. Nur in meinem VPN. Wenn ich ein Zertifikat will, dann sage ich zu Let's Encrypt, wenn man sich das hier anschaut, mit dieser DNS-Challenge muss der Client hier, alle Requests sind vom Client initiiert. Das heißt, der muss für nach außen hin gar nicht erreichbar sein. Also es gibt gar keinen A-Record für deine Sachen, es gibt nur einen TXT-Record für... Korrekt. Okay. Exakt. Das ist genau der Unterschied zwischen diesen beiden Dingen. Der muss nach außen nicht erreichbar sein und das heißt, der legt einfach nur einen TXT-Record dafür an, dann sagt der ACME, verifizier mal, dann verifiziert ACME und Let's Encrypt und sobald ich das Zertifikat habe, sage ich, okay, jetzt löscht den TXT-Record wieder. Und das heißt, die Merovi-OS-Zone ist eigentlich immer leer. Das Einzige, was da drin steht, ist, dass Cloudflare mein DNS-Server ist, aber im Regelfall ist die leer und dann, während ich mir ein Zertifikat hole, steht dann einmal für den entsprechenden Hostnamen halt so ein TXT-Record da drin. For the record, viele Netzwerk-Engineers sind begründeterweise nicht happy mit Split DNS. Das hat seine Gründe, dass Tailscale das per Default nicht so macht, sondern dass Tailscale auch A-Records für deine random Telnet-Domain öffentlich auch resolved. Weil, again, zum Beispiel habe ich mit meinem Android die ganze Zeit Probleme wegen diesem Split DNS. Und wenn das auf Dauer ein Problem wird, dann werde ich vielleicht auch in den sauren Apfel beißen und irgendwie mein DNS so konfigurieren, dass das halt automatisch Records setzt. Und wenn ich irgendwie public erreichbar sein will, also wenn ich dieses, ich möchte irgendwie eine Public Gateway in der Cloud laufen haben, die dann irgendwie Reverse Proxy macht für VPN-Services, dann werde ich wahrscheinlich sowieso von Cloudflare weggehen als DNS-Provider und einfach, weil dann brauche ich es. Dann ist es einfacher, einen öffentlichen DNS-Server aufzumachen. Und dann muss ich halt einen öffentlichen DNS-Server betreiben. Aber gerade bin ich noch, ich hab noch Hoffnung, dass diese Probleme nicht so wichtig sind. Aber mal schauen. Wenn ich die Probleme mit Android gelöst werde. Also ich habe es lieber so, weil ich habe es lieber, wenn ihr gar nicht erst versuchen könnt. Also gar nicht erst in die Verwirrung kommt, dass ihr eine IP-Adresse bekommt für den Service, auf den ihr nicht kommt. Aber dann auch mal schauen. Aber ja. Dieser Account-Key, der in der Challenge vorkommt, das ist ein symmetrischer Schlüssel dann? Nope. Der Account-Key ist ein asymmetrischer Schlüssel. Und wie kannst du dann einen SHA-256 Man herrscht den Public-Key, natürlich.
Also es dient also quasi als ein... Genau, das ist quasi deine Account-ID gegenüber diesem Server, mehr oder weniger. Okay. Der Server identifiziert dich komplett über deinen Public Key. Ich meine, der gibt dir auch so eine ID, so eine User-ID, aber also mein Acme-Server-Paket, das benutzt als User-ID einfach den Hash deines Public Keys. Ich glaube, das ist okay. Und Acme hat eine API für, gib mir mal bitte die User-ID zu diesem Public Key. Also dein Public Key ist schon deine autorative User-ID, einfach die, mit der kannst du einfach alles tun. Und das, ich, was eine Sache, die ich nicht ganz verstehe, wenn ich ehrlich bin, nicht verstehe, ist, warum die nicht selbst ein Client-Zertifikat oder sowas benutzen mit diesem asymmetrischen Key und sowas und dann einfach TLS sprechen, sondern stattdessen machen die halt so HTTP mit Nonsen und Java Web Tokens und so Dinge. JWS, wofür steht JWS? JWS, Java Web Signatures, ja. JSON Web Signatures und JWK, JSON Web Keys und so. Und irgendwie, warum die das machen, warum die nicht, weiß ich nicht, verstehe ich nicht, aber ist mir auch egal. Also nein, ist mir nicht egal, weil es den anstrengendsten, den ganzen Kram nachzubringen, aber funktioniert jetzt halt. Aber ja, das heißt, jeder Request ist letzten Endes so ein JSON-Blob, der halt signiert ist mit deinem Public Key und mit einer eindeutigen Nonce für jeden Request reingehasht ist, um Replay-Attacken zu verhindern. Und so sorgen sie da halt dafür, dass sie immer genau wissen, von wem dieser Request kommt. Mit der einen Ausnahme von diesem New Account-Ding, wo du halt einmal deinen Account-Key irgendwie schickst. Aber sonst ist das alles irgendwie ja, signiert und so. Legst du jetzt jedes Zertifikat einen neuen Account an? Oder? Nein. Das sind also nur einmalig. Genau, du autorisierst quasi, du autorisierst deinen Account für diese Domain. Was super hilfreich ist, weil es zum Beispiel auch bedeutet, dein Account ist in der Lage, Zertifikate zu revoken, selbst wenn es den Private Key dafür nicht hat. Weil zum Beispiel in diesem Setup der Acme-Server hier, der Acme-Proxy, wenn eigentlich ist das Setup ja dieses, der Acme-Proxy hat ja diesen TLS-Key gar nicht und der soll ihn eigentlich auch gar nicht haben. Und wenn du eine Revocation eigentlich machen willst, dann musst du eigentlich diese deine Revocation mit deinem Private Key auch signen, um zu sagen, ich kann das auch. Das wollen wir nicht, weil wir wollen eigentlich in der Lage sein, auch wenn unser Webserver kompromittiert ist und wir den Private Key nicht mehr haben, sagen zu können, hey, Acme, mir gehört diese Domain und dieses Zertifikat ist by the way invalide und deswegen authentifizierst du wirklich den Account für Domains und der kann auch für beliebig viele Identifier autorisiert sein. Quasi dieser Setup-Schritt, den Account anzulegen, den machst du einmal. Und dann kannst du mit dem Key dich beliebig oft dingensen. Also die generellen Requests sind, also du, hier sieht man das ganz gut, der New Account Request ist halt der den Account anlegt und der Account, jeder Order Request entspricht einem Zertifikat. Jeder Order ist quasi, ich möchte ein Zertifikat. In diesem Zertifikat kann laut Acme auch beliebig viele Domains drinstehen, aber ich erlaube jetzt halt nur eine. Authorize ist du kannst als Acme-Client auch sagen, ich möchte beweisen, dass mir diese Domain gehört, ohne dass ich jetzt schon ein Zertifikat will. Das wollte ich eigentlich benutzen, weil ich weiß ja eigentlich allem, ich weiß ja, wer meine Peers sind, alle meine Maschinen sind. Das heißt, eigentlich könnte sich mein Proxy auch hinstellen und einfach mal für alle Tayscale-Hosts, die ich habe, eine Autorisation besorgen. Sodass, wenn ich da einen Webserver betreibe und der sagt, ich möchte ein Zertifikat, dann haben wir den ganzen Auth-Schritt, den ganzen Challenge-Kram schon abgeschlossen und müssen nur noch sagen, hier ist by the way der CSA. So, den CSA, wir können das Zertifikat nicht vorher holen, weil ja nur der Webserver den Key hat, um diesen Certificate Signing Request zu signieren. Aber wir können zumindest den ganzen Acme-Kram davor schon machen und das heißt, es wäre also eine Performance-Optimierung. Aber Let's Encrypt hat Let's Encrypt gesagt, sie implementieren diesen Endpunkt einfach nicht. Und deswegen kann ich den jetzt gar nicht benutzen. Ich dachte, ich könnte den benutzen, aber geht einfach nicht. Weil die sagen, sie sehen da keinen Grund für. Der existierte halt in dem Prä-RFC-Protokoll existierte der halt. Aber dann haben sie den abgeschafft, als sie das RFC rausgebracht haben und haben gesagt, da haben wir nicht vor, das zu implementieren. Vielleicht mache ich irgendwann ein Issue auf und erkläre den mein Use Case und frage die mal, ob sie das nicht doch machen wollen.
Accept Challenge ist einfach nur, der Client sagt mir, findet, er hat jetzt meine Challenge beantwortet, und Finalize sagt, ich möchte jetzt einen Request. Aber das ist, das heißt irgendwie, die ganzen Sachen hier können wir beliebig oft pro Account machen, und das, also der normale für den Webserver, was der Webserver macht, ist, der stellt einen New Order, schickt einen New Order Request, dann sage ich ihm, wie er sich autorisieren soll, dann schickt er Accept Challenge Requests für jede Challenge, die er findet, dass er sie kann. Und dann, wenn er findet, dass er fertig ist, schickt er Finalize, um wirklich ein Zertifikat rauszukommen. Das heißt, nur der Authorize nicht, aber die drei sind halt die wichtigen dann, und die kann man halt beliebig oft. Also, das sind die der Webservice halt tatsächlich macht, und die sind nicht an den Account gebunden und so. Das beantwortet natürlich alle Fragen. Ich muss sagen, ich finde das ziemlich cool. Auf der Firma haben wir gerade ganz ähnliche Probleme, und da benutzen wir eine andere Lösung. Und das ist auch voll sinnvoll, dass wir in der Firma eine andere Lösung benutzen. Aber es ist eigentlich viel cooler, wenn man sich nicht kümmern muss und alles irgendwie automatisch geht und so. Anyways, sonst noch irgendwelche Fragen? Gut, dann war's das. So.